Loved.
Werte Ballgäste, sehr geehrter Herr Administrator Pater Marian Kollmann, sehr geehrte Frau Direktor Leschirnik, liebe Professoren und Professorinnen, Eltern und Mitschüler. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich diese Worte tatsächlich sagen kann, aber herzlich willkommen zum Maturaball 2022. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Ganz besonders geehrt fühlen wir uns durch den Nationalratsabgeordneten Johann Weber, durch den Bürgermeister von St. Paul, Herrn Salzmann, sowie auch durch den Bürgermeister der Gemeinde St. Blasien am Schwarzwald, Herrn Probst. Ziemlich schwungvoll haben wir den ersten Maturaball seit 2 Jahren in einem traditionellen Walzer und einem flotten Mambo bereits eingeleitet. Dafür mal einen riesengroßen Dank an unseren Tanzlehrer Michael Baumann. Dieser hat uns mit seiner Choreografie durchaus beansprucht und man kann auch sagen, dass jegliche Fehler auf dem Tanzboden auf die Pandemie zurückzuführen sind. Ja, Corona hat in den letzten Jahren einiges erschwert, auch die Organisation eines Maturaballs. Geplant war er wie immer in St. Paul am 5. Jänner. Mittlerweile haben wir den 24. Juni und es ist viel zu heiß. Selbst im März wussten wir noch nicht, ob wir unseren Schulball überhaupt veranstalten können. Aber heute stehen wir hier und das hätten wir niemals alleine geschafft. Danke an Administrator Pater Marian Kollmann, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Danke an Frau Direktor Leschirnik und an den gesamten Lehrkörper für die tatkräftige Unterstützung. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle unsere beiden Klassenvorstände, Frau Professor Bollands und Herrn Professor Beter. Ohne Sie hätten wir den Maturaball nämlich schon längst absagen müssen. Und um unserem Dank nun Ausdruck zu verleihen, haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet und würden Sie, Frau Direktor, Pater Marian und die Klassenvorstände kurz auf die Bühne bitten. Hinzufügen müssen wir auch ein ganz großes Dankeschön an den Elternverein, speziell an Adi Streit, sowie auch an alle Sponsoren, besonders Robart, Billiant Gebäudereinigung, das Kärntner Siedlungswerk, H&M, EET Knees, die Kleinkoordination Dr. Tonhauser, sowie auch die Fußwerkstatt Stefan Jurtin. Auch ein riesengroßes Dankeschön an die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber natürlich das größte Dankeschön geht an Sie, liebe Gäste, denn dieser Ball wäre ohne Ihnen gar nicht möglich. Und dieser Ball, der hat es in sich. Wir haben alles, was Ihr Herz begehrt. Im Festsaal können Sie bei diversen Getränken entspannen oder zu den schönen Klängen der Band The Jukebox Combo das Tanzband schwingen. Wein und Sektbar sind perfekte Anlaufstelle für Genießer. Und falls es Ihnen dann hier doch zu ruhig wird, bieten unsere 2 Discos die volle Partystimmung. V
falls dann vom ganzen Feiern der Magen knurrt, finden Sie neben dem Hotdog-Stand mit vegetarischer Option in unserem Speisesaal eine Auswahl an Brötchen sowie Kuchen und Kaffee. Außerdem werden köstliche Schnitzel, Schnitzelsemmeln und Pommes vom Catering Scorians dort frisch für Sie zubereitet. Und noch eine ganz wichtige Info, um 2 und um 4 in der Früh gibt es einen Shuttlebus nach Wolfsberg, sodass jeder auch sicher nach Hause kommt. Wenn Sie auch ganz genau hinschauen, erkennen Sie vielleicht die Verkäufer unserer Matura-Zeitung. Für 10 Euro das Stück erhalten Sie 52 Seiten vor Klatsch und Tratsch über die Maturanten dieses Jahres. Besonders die Lehrerzitate haben es dieses Jahr in sich. Natürlich haben Sie aber auch die Chance, bei der Tombola etwas zu gewinnen. Die Hauptpreise dieses Jahres sind eine Canon-Kamera sowie auch ein dazugehöriger Fotodrucker. Sie können aber auch bei jedem Los etwas gewinnen, es können aber auch Alltagsgegenstände sein. Diese sind aber nur bis Mitternacht zu Verkauf. Werte Bargäste, Sie sehen, dass die Pandemie uns keineswegs davon abgehalten hat, Ihnen und auch uns eine berauschende Ballnacht zu bieten. Und nun mache ich schnell einen fliegenden Wechsel mit den Klassenvorständen, die Ihnen nun die Damen und Herren vorstellen werden, die nicht nur souverän das Tanzbein geschwungen haben, sondern auch allesamt die Matura bestanden haben. Lea Messner und Luca Adelbrecht. Laura Esterl mit Tanzpartner Gabriel Dujak. Franziska Bongratz mit Andreas Fehern. Flora Oberfrank und Elias Halbreiner. Lea Lippusch und Maximilian Hubmann. Safira Jöpsel und Fabian Slamanik. Elena Brabotnik und Lorenz Kuhnauer. Rebecca Bachtoy und Matthias Paulic. Lea Wutte und Jakob Sversiner. Milene Datschel und Maximilian Jandl. Lena Trausnick und Nico Kügel. Alexandra Kreuzer und Clemens Hackel. Katharina Jöpstl und Martin Dreier. Hanna Obertautsch mit Tanzpartner Christopher Rassi aus der 7C. Lea Reuer mit Tanzpartner Clemens Hecher aus der 7A. Isabella Schober und Jakob Grundnick. Alisa Donhauser und Tanzpartner Thomas Jeremitsch aus der 7C.
Leonie Geldmann und Patrick Wickert. Da wir aber nicht alle St. Pauler Traditionen brechen wollen, haben auch wir heuer wieder einen kurzen Matura-Film vorbereitet, den wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen. Wir wünschen gute Unterhaltung und sehen uns dann spätestens um Mitternacht wieder, wenn es heißt I want to break free. Prison Break, wir sind lang genug gesessen. Film ab! Mittlerweile lässt sich also sagen, der Prison Break ist tatsächlich gelungen und die weiße Fahne weht nicht nur im Film vor dem Gymnasium. Bevor der Ball aber nun endlich losgeht, möchten wir den Administrator Bata Marian Kollmann sowie die Frau Direktor Leschirnik für ihre Grußworte auf die Bühne bitten. Wir haben eine nicht gerade leichte Zeit hinter uns. Umso schöner ist es jetzt, dass wir etwas dem Menschen eigenes begehen dürfen, nämlich das Feiern. Die einzigen Lebewesen auf dieser Welt, die feiern können, das sind die Menschen. Wenn wir feiern, dann vergessen wir das, was uns beschwert, was uns festhält und uns oft niederdrückt. Und in diesem Sinn darf ich euch und uns allen heute wirklich einen schönen Matura-Ball und ein gutes Feiern wünschen. Besonders begrüßen darf ich auch noch den Bezirkshauptmann, die Bürgermeister von St. Paul und St. Blasien, Stefan Salzmann und Adrian, und die Vertreter des Elternvereins Adi Streit und Patricia Radl-Rebernick. Danke euch allen für diesen schönen Abend. Möge er wirklich ein Abend zum Loslassen, ein Abend zum Hineinkommen in die Freude und in das Fest sein. Dankeschön. Ich möchte mich dem anschließen, was unser Herr hochwürdigster Herr Administrator gesagt hat, und erkläre den Matura-Ball 2022 für eröffnet. Alles Walzer!
Kommissar. Auf dieses Leben, oh,
ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus den Luftfiel. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk zieht durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern,